Georg Fischer schweißt Rohre und ist interessiert daran, dass die entstehenden Schweißungen 100% dicht sind. Hier sieht man so eine Schweißung auf der Seite und die Wulst, die wir vermessen sollen. Dazu hat die OST vor langer Zeit ein Tool entwickelt, das man hier sieht, mit Kamera und Gegenlicht, das um das Rohr herum bewegt wird, bis jetzt an vier Positionen. Hier sieht man die Bilderserien, rechts sieht man die Perspektiven, die aufgenommen werden und die vermessen werden. Hier ist unser Prototyp. Man sieht das WBI-Tool auf einem Rohr. Links ist der Encoder, unser Aufbau, basierend auf einem Maussensor, um die Position festzustellen. Das Maßband als Referenz zur Referenzbestimmung. Das Rohr ist aus einem speziellen Material, das sehr stark reflektiert. Hier sieht man, wie es bis jetzt war. Vier Punkte in Rot. Blau ist die Referenz, die wir jeden Millimeter vermessen haben. Und hier sieht es jetzt aus. Rot sind die dynamischen Messpunkte.